Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review, diese Woche mit The Grey. In diesem Film lernt man etwas Wichtiges über das Hollywood-Kino. Der neue Gegner, der neue Angstgegner. Sind es Aliens? Sind es Zombies? Sind es Roboter? Sind es Terminatoren? Sind es Cyborgs? Nein, er ist wieder da. Der große böse Wolf. Ja, worum geht's in diesem Film? Am Anfang lernt man ein, entweder in Alaska oder irgendwo in Kanada gelegenes Erdöldorf kennen, in dem ein Jäger die Wölfe offensichtlich vertreiben soll. Es ist Winter, es ist verschneit, es ist eine raue Männergesellschaft und dann fliegen sie irgendwie nach Hause, nach Alberta und das Flugzeug stürzt ab. Tja, jetzt denkt man vielleicht, okay, es wird so ein bisschen wie der Flug des Phönix oder so, bloß mit Winter, aber naja, da sind ja die Wölfe. Und damit fängt ein lustiges Spiel an. Wir kennen es alle aus einem Kinderlied. 10 kleine Negerlein hieß das Kinderlied. Heute darf man das wahrscheinlich politisch korrekt, wir sind nicht mehr so singen. Höchstens als 10 kleine extrem pigmentierte oder so etwas. Egal. Auf jeden Fall in dem Film unrealistisches Wolfgeheule. Permanent düstere Stimmung, es ist immer Winter und daran wird man permanent dadurch erinnert, dass es schneit. Unrealistische Darstellung von Erfrierung und derartigen ist ganz klar, die Leute werden nicht immer dunkler und die Eiszapfen an den Bergen auch nicht immer länger. Wichtiger Punkt natürlich, die Leute machen den ersten Fehler ganz zu Anfang. Denn wie jeder, der ein Überlebensbuch gelesen hat, weiß, wenn man abstürzt, bleibt beim Flugzeug. Also, wenn man abstürzt, bleibt beim Flugzeug. In der Hauptrolle in jedem Falle Liam Neeson. Es hat wirklich geschneit, das ist echter Schnee. Das hat man dem Schneefall tatsächlich auch angesehen. Die Wölfe waren alle falsch. Das hat man den Wölfen auch angesehen. Nahaufnahmen sahen sie aus wie Kuscheltiere, in Fernaufnahmen wie schlechte Computeranimationen. Mein Fazit, ihr braucht euch den Film nicht angucken, so toll ist er nicht. Er macht die ganze Zeit nur düstere Stimmung und dauert auch noch 2 Stunden. Muss nicht sein. Und was Wichtiges lernt man auch nicht, weil total unrealistisch, die Leute hatten alle Messer nach dem Flugzeugabsturz. Obwohl die echt praktisch wieder nach dem Flugzeugabsturz. Also, schaut euch den Film nicht an, bis nächste Woche. Ich kann nicht auf jedes Auto Rücksicht nehmen, ihr fahrt zu viel, wie ich merke.